Was? 3, 2, 1 Mainz? 3, 2, 1 Mainz, genau. So, jetzt können wir anfangen. Gut. Also nochmal, nochmal vom. Heißt denn Aufnahme abgebrochen? Nö. Meine Aufnahme also ist gestartet. Ich habe meine Aufnahme jetzt abgebrochen. Ja, das ist dein Problem. Opa ist richtig motiviert um die Uhrzeit mit dem viel Schlaf. Ja, das merke ich gerade. Die Motivation überrennt einen förmlich. Ja, auf alle Fälle. Arbeite und lass mich einfach nur in Ruhe. Ich hatte die Aufnahme abgebrochen. Was soll ich jetzt arbeiten? Aber du musst jetzt 20 Minuten warten. Was? Gut, dann starte ich für mich die Aufnahme. In 2, 1. Ja, musst du dich schon mal dir selber abzählen, okay. Das mache ich selber, das ist für mich, das mache ich grundsätzlich. Alles klar. Ich bin ein Gewohnheitstier. Liebe Zuschauer, willkommen zur neuen Folge. Du bist ein Lappen, wenn nicht. 83. Folge. Opa ist heute äußerst motiviert. Ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt in der Zeit schon mehr geschafft habe als du. Weil ich die Aufnahme gerade eben erst gestartet habe? Genau. Ja. Aber in der ganzen Aufnahmesession habe ich schon mehr geschafft als du. Soll das ein Wettbewerb werden? Ja. Nö. Schließe ich mich nicht an, ich mache keinen Wettbewerb. Also ich spiele also ganz entspannt. Machst es so wie immer und redest viel, machst nichts. Was? Was heißt, die redest viel, machst nichts? Ja, so wie immer. Hast du gerade gesagt. Willst du meine Arbeitsweise kritisieren? Niemals. Auch. Nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. So, warte ich Gott helfe oder was ist los? Nee. Da ist schon Hopfen und Malz verloren. Ja, das glaube ich auch. So, warte mal. Also hier oben war das eine Kohlefeld. Da wollte ich mal gucken, welches sich dann eventuell anschließen könnte für einen weiteren Kohletransport. Aber ich glaube, das Lagerhaus wird wohl voll sein, weil der Zug wird nicht leer. Das sind 1,9 Millionen. Nein, ich würde sagen, das brauchen wir so wohl erstmal nicht. Ich gehe jetzt mal in den Keller und prüfe mal das Lagerhaus nach. Felix, was machst du gerade? Ich baue unsere Fließbandautomatisierung fertig auf. Warum bist du noch nicht fertig? Weil ich keine grünen Schaltkreise habe und weil ich noch keine schönen Schmiermittelchen habe und auch noch keine roten Schaltkreise. Ah, alles klar. Wie sieht's hier aus? Das Ding ist voll. Sehr gut. Kann ich mich nicht beschweren. Also Kohle ist genug da, daran mangelt es nicht. Ich möchte mich aber beschweren. Dann tust du das mal nicht. Du willst dich immer beschweren, ne? Eben. Ja und? Darf ich das nicht, oder was? Doch. Okay. So, das hier funktioniert soweit ganz gut. Okay, ich bin gerade nicht an der Oberfläche, was auch immer gerade Opa damit sagen will. Das ist mein eins von den drei Sachen, die mir noch fehlen, fertig gebaut ist. Oh, so. Guck mal, da. Auf wen hat der gerade geschossen? Auf den Strommast. So, viel Spaß beim Zerschießen. Hab ich doch. Siehst du unten rechts. Gut. So, was mit. Ja, hier hab ich's aufgehört. Genau. Die Begrenzung müsst ihr bei Bedarf anpassen, ne? Hier nicht. Was für eine Begrenzung? Ja, die Kisten hinter. Ich weiß nicht, wie es mit Ressourcen aussieht. Das habe ich erstmal eine Begrenzung reingepackt. Okay, ich habe die Begrenzung nach Bedarf angepasst. Also rausgenommen. Ja. Auch eine Batterie, dann könnte ich den auch bauen. Aber einen Kernreaktor, den ich habe, will ich jetzt nicht vercraften. Setze ich den hier rein. So, was brauche ich dafür? Man könnte sagen, alles. Stahlträger, erweiterte Schaltkreise, Beton. Für besseren Energietransfer auf jeden Fall unabdingbar. Hier könnte ich Stein reinschmeißen. Das sind ein paar Mauern her. Nee, warte mal, Mauern haben wir doch automatisiert. Soweit ich weiß, oder? Ja, aber momentan kein automatischer Stein im Punkt, von daher. Weil Steine sind hier links oben, genau. Nee, Steine werden gerade aktuell nur für. Ah, warte mal, hier sind Ziegel.
Da sind Mauern. Alles klar, dann brauche ich meine Mauerproduktionsanlage im Keller nicht mehr. Wird das aufgelöst? Nutze ich die Anlage für was anderes? Falls benötigt. So, die südliche Anlage könnte auch so einen Puffer gebrauchen. Oh ja, Puffer könnte ich jetzt auch gebrauchen. Ja, so Kartoffelpuffer würde mir auch schmecken jetzt. Du kriegst nichts. Ja, das war klar. So. Wollen wir die mal? Zwei Stück davon haben wir sogar. Stimmt, rote Schaltkreise. Da war ja was. Wollte rote Schaltkreise haben. Gucken, ob was da ist. Stimmt, das war ja auch abgerissen worden. Das existierte hier auch nicht mehr, genau. Alter. Stimmt, die rote Stadtkreisproduktion wollte Opa auch wieder neu aufbauen. Daran ist er bereits. Was haben wir hier? Billige Bist du dir also Munition. sicher? Was denn? Was? Was? Ob du da so sicher bist, ob ich da bereits schon bin? Da wir rote Schaltkreise brauchen, gehe ich mal davon aus, ja. Nö. So, was bin ich? Fauler Sack! So, nehme ich mir was raus. Momentan steht alles still. Genau. Was ist das hier? Ob das ein Stein? So, Kernreaktor. Verdammte Schaltkreise. Jetzt kann ich mir aktuell nicht wegnehmen. Das geht nicht. Dann muss ich mir das selbst herstellen. Läuft die Plastikproduktion bereits wieder? Obwohl, ist auch egal, weil ich habe selber noch ein bisschen Plastik zwischengelagert. Grüne Schaltkreise. Fangen wir mit den grünen Schaltkreisen. Dann gehe ich mal runter. Tut sie immer. Seit ich dich kenne, tut sie es immer. Das kann nicht sein. Doch. So, das habe ich weggepackt. Kann ich doch diese Anlage nicht für benutzen? Genau, diese Lasertürme. Ach, die brauchen noch Kabel. Stimmt, da war ja was. Das kriegst du. Dann kriegst du das hier. Neuem fix fertig. Huch, so schnell geklickt. So. Das bringt mir im Keller auf jeden Fall, was die Energieversorgung angeht, ein bisschen mehr Luft. Die östliche Anlage bringt leider nicht allzu sehr viel, die umzubauen, obwohl es eigentlich sinnvoll wäre. Komm, wo das so. Meine Prozessoren. Kabel. So, wo werden Kabel hergestellt? Hier theoretisch, aber nur theoretisch.
Wäre noch irgendwo Kabel zwischengepuffert? Ich stelle mal eine Gegenfrage. Wurden jemals Kabel zwischengepuffert? Wahrscheinlich nicht. Kannst du davon ausgehen. Soll ich mir dann jetzt Eisenplatten von dem Ding hier oben wegklauen oder von dem in der Mitte? Ich denke mal eher den in der Mitte, weil ich glaube hier oben, das ist nicht... Okay. Nicht wirklich ausreichend. Ganz eindeutiges Nein. Dann diesmal kann man ja bestimmt dann später auch noch einlegen, falls wir es brauchen. Ne? Ich lege es jetzt einfach erstmal. Warte mal, was ist mit der sogenannten Schrottkiste? Also die über... falsche Etage. Was ist hier? Hier könnte ein Kabel drin sein, oder? Nope, ist auch nichts drin. Schön zu sehen, wie sich Kupfer erholt hat. Natürlich, weil die Anlage nicht läuft, das ist klar, aber trotzdem ist es schön zu sehen. Keine Fabrik. Plastik. Ich glaube, ich brauche doch 12 Fließbänder hier. Können wir nicht. Crafting Speed ist bereits bei mir erstmal aufs Höchste. Ja, da immer drüber geht doch gar nicht. Kann ich Stahl herstellen? Lasertürme, da war ja was mit Lasertürmen. Brauche ich doch auch wieder neu. Wie viel habe ich davon? Etwas über 2 Stacks Lasertürme, das reicht nicht. Und Schaltkreise und Batterien. Man sollte vielleicht die Kisten auch mal dahinsetzen, wo auch der Output ist. Ne? Wäre vielleicht eine Option. Ich hoffe, du hast die Kisten begrenzt. Ich habe sie genauso begrenzt, wie sie vorher waren. Okay. Also super. Also theoretisch gar nicht. Nicht nur theoretisch. Eben gar nicht. Ja. So. Na, Batterien, da war ja was. Das heißt, wenn ihr es noch teilen wollt, brauchen wir noch rote und grüne Schaltkreise. Stahl brauche ich noch und ich brauche... Alter, ich habe selber nicht viel geschlafen, ich habe sehr vergessen. Mann, Batterien, Batterien! Okay, das ist zu wenig. Meine Batterieproduktion ist nicht im Keller. Die ist ja wieder im Aufbau. Ne, doch, hier ist im Keller, schon gut. Hat nur aktuell noch keine Schwefelsäure. Okay, das ist noch zu wenig. Gesundheit. Ja, wünsche ich dir auch. Moment mal, was hab ich? Oh, ernsthaft? Ja, das war ein super Fail. Schnelle Grafscher. Wohl, warte mal, wenn das überhaupt hinhaut. Von der Produktionsgeschwindigkeit her überhaupt. Zwei Stapler. Oh, nicht schlecht. 1+11 Greifangkapazität. Das ist cool. Noch Geschwindigkeitsmodule. Wäre nicht verkehrt. Für die Erweiterten wieder. Erstmal soll er hier herschlagen.
Oder Produktivitätsvolumen, dann kriege ich mehr Kabel raus, was auch nicht ganz verkehrt wäre. Aber wie viele Anlagen hatten wir das letzte Mal für Stahl gehabt? Weniger als jetzt. Also zumindest glaube ich. Ich habe es Vier bis Slots. Warte mal, nicht 100%. wie viel Stahl haben wir vorher Wie produziert? viel kann ich hier übrigens? 50 Prozessoren brauche ich. 495 haben wir produziert. Jetzt machen wir genauso viel. Machen wir es mal so. Aber es reicht nicht. Kannst davon. Eieieiei, oh, hat er viel Plastik gefressen. Alter Verwalter. Ach, hier sind auch Kabel. Ich habe mit meiner Kiste Kabel, hab's nicht gewusst. Verrückt. Wir schalten erstmal aus die Anlage. Plastik hat er genug. Normale Schaltkreise würde ich sagen, hat er erstmal genug. Das passt. So. Und einen davon, bitteschön. Warte mal, Kabel herstellen? Warum? Warum? Du brauchst doch kein Kabel herstellen. Ich habe doch genug. Soll er für den Zweck selber herstellen? Weil diese roten Schaltkreise, die bleiben jetzt hier für den weiteren Warp-Akkumulator. So, wir wollten ja sowieso langsam auf Atomkraft umsteigen. Dann würde ich sagen, kann ich später hier rechts die Kraftwerksanlage abreißen, die östliche. Dann kann man da schon mal den Warpkern. Wir sind ja auch hier bei einem, ja. Dann kann hier schon mal das Atomkraftwerk hingesetzt werden. Ich brauche dafür Wärmeleitungen. Willst du nicht eventuell erst mit der Wärmetauschanlage. Uranverarbeitung anfangen, bevor du das Ja, ja, Atomkraftwerk ja, ja. siehst? Ja, da ja, auf jeden Fall. Bin gerade am Überlegen. Ich würde sagen, die Uranverarbeitung mache ich bestenfalls direkt vor Ort, da wo das Uran abgeerntet wird. Weil in der Base kein Platz für die Uranverarbeitung aktuell ist. Ja, und dann wird es daneben. Ah, was geht denn jetzt wieder ab hier? Ah, okay. Er hat gewünscht. Okay, er hat zwar gewünscht, hat aber. Nett. Jetzt reißen die gerade alles. Das muss die Mauer gewesen sein. Weil ich bin da am Reparieren, die können ja gerade nichts zerstören. Die Türme haben keine Munition mehr. Was machen denn die jetzt schon wieder hier? Wo kommt das her? Da unten. Da ist kein Radar. Da sehe ich nichts. Opa, deine Urananlage wird gerade zerlegt. Ja, wer ist für Verteidigung zuständig für Außenposten? Richtig, Leo, ja. Ja, bin unterwegs. Das tut mir gerade nicht mehr. Wieso hat der Kohle aus dem Posten keinen Strom mehr? Da hat wohl jemand den Strom abgeknappt. Ja, ich bin unterwegs. Es ist kein Zug da. Der. Ja.
Ja, Opa, das ist richtig, dass die Verteidigung zuständig bin, aber die Anlage, die hast du hier unten aufgebaut mit den ganzen Lasertürmen. Richtig, weil Illyria es nicht geschafft hat. Weil ich es nicht geschafft habe. Ich war nicht vor Ort. Wenn du Yeah. meine Perspektive Video anguckst, dann wirst du sehen, dass ich Aliens klatschen war. Ja, ich bin in 4 Minuten da, dann mache ich hier unten die Dings. Und eine halbe Stunde habe ich selber gemacht. Die Spucker sind diese richtig widerlichen Viecher. Haben sie sogar einen Strom geknappt. Es wäre praktisch, wenn man hier eine kleine Ölhaltestelle setzen könnte, um hier Feuertürme aufzustellen. Da ich für Verteidigung zuständig bin, wäre das dann auch in meiner Verantwortung, so eine Anlage hinzusetzen. Die Frage ist nur, wie brächte ich jetzt Öl darunter? Gar Wahrscheinlich nicht. von dem Öl aus dem Posten, ne. Aber das wäre eine viel zu lange Zugstrecke, das wäre Irrsinn. Ups. Das anders machen, das bringt sie gerade wenig. Aber die Verteidigung ist ein bisschen kontraproduktiv gesetzt. Ich habe sie gesetzt, damit überhaupt Verteilung da ist, weil Illyria ja nicht gekommen ist. Weil ich nicht gekommen bin. Ich habe dir gerade gesagt, was los war. Ich war beschäftigt. Ja, du hast gesagt, Ich du hab, bist in ich 4 habe Minuten da. aufgeräumt. Ich hatte aufgeräumt. Und trotzdem hast du gesagt, du bist in 4 Minuten da. Das wüsste ich nicht. Setzen, aber ich würde sagen, die Sättel werden ein bisschen umplatziert. Vor allen Dingen weg von den Rohren. Und die Spucker, die hauen alles kaputt. Oder auch nicht. So. Habe ich noch einen Hangar dabei? Habe ich. Bisschen sehr eng gebaut. Wo kann ich denn ein bisschen den Hangar hinpflanzen? Theoretisch reicht die Reichweite ganz gut in alle Richtungen für Reparatur. Hier wäre vielleicht ganz gut. Habe ich Drohnen übrig, die ich bauen kann? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur meine Ups. eigenen. Ah, stimmt, genau. Opa hat den Zug angehalten, deswegen fährt er auch nicht. Was für ein Zug habe ich angehalten? Den Uranzug. Ich habe nichts Der fährt angehalten. nicht. Der fährt jedenfalls nicht. Ja, liegt vielleicht daran, dass Illyria immer noch einen Bahnhof bauen wollte, wo er seine Verwaltung hinsetzen wollte. Meine was? Eine Verarbeitung. Ich habe keinen Platz für eine Verarbeitung. Die Ja, müsste ich das entweder. heißt, Illyrias Zug fährt nicht. Nicht mein Zug fährt nicht. Dann werde ich den Außenposten etwas vergrößern, die Uranverarbeitung Nein. direkt hier platzieren. Wir Wieso brauchen nein? die Uranverarbeitung an der Base. Dann werde ich die hier außerhalb der Base-Plattform direkt an der Base bauen. Das hört sich anders an. Gut. Wir sind uns wenigstens in dem Punkt einig.
Warum habe ich so viel? Was ist das? Muss ich wohl ein paar meiner Drohnen abgeben? Muss ich neue Drohnen herstellen? Ja, das muss die ganze Basis weg. Ja, das ist Opas Anlage. Er hat ja, du hast ja mitbekommen, er hat gesagt, dass ich mich darum nicht kümmern soll. Also, ja. Richtig. Genau. Ich muss nur erstmal die ganzen Lagerhäuser hier wegreißen. So. So. Habt ein paar Reparaturmodule. So, meine lieben Dröhnchen, dann kümmert ihr euch jetzt mal in Zukunft um die Reparatur. Hier eine Mauer setzen, so Probe. Gucken wir mal, ob das geht. Ach, ich hab schon genug Mauer. Genau. Nein, es geht nicht, weil weiche. Alles klar. Dann müsste ich das anders machen. Den Außenposten mehr nach Süden ziehen, das einziehen oder was mache ich? Weil ich will die Viecher nicht in der Bude haben. So. Versuchen wir was. Jetzt sehr exotisch. Nein, das ist zu knapp. Versuchen wir das mal. Da sind sie. Aua! Lass mich in Ruhe! Schmeckt Laser, ihr Biester. Die Viecher werden gerade ziemlich fruchtig und garstig. Ja, normal bei der Umweltverschmutzung. Ja, wunderbar, ist ein Einflussbereich. Ist jetzt einigermaßen safe. Es wäre mal echt nicht schlecht, wenn ein bisschen Stahl über wäre. Gut, dann fahre ich, gehe ich jetzt mal nach Hause. Mit dem Auto dabei. Ich glaube, davon kannst du in den nächsten 7 Jahren noch drauf fahren. So. Ja, ich verstehe das gar nicht. Wir haben mehr Anlagen als vorher und trotzdem. Weil halt alles leer gelaufen ist. Aber jetzt sollte langsam eigentlich wieder das unten volllaufen. Zumindest Schienen sind gleich wieder voll. Das heißt, dass die Maschinen sich eigentlich auch wieder stauen sollten. Ja, ich hoffe, die sollte und machen, dass das auch dann wirklich funktioniert. Was jetzt hier jetzt liegt? Okay, geht auf das Ecke. Eigentlich mag ich das gar nicht. Wieso ist hier da nicht wenig Abstand? Hier ist Klippe. Das ist ein Problem. Gut. War irgendwie zu erwarten, dass die Eisenplatten irgendwann ausgehen, ne? Das passt so. So, dann schaue ich mal, wo könnte ich die Zentrifugenanlage einbauen? Ich würde sagen östlich.
da geht auch. Ich könnte das auch nicht aufholen, warte mal. Ah, die Ecken sind in der Tat ein Problem. Da kommen so viele Viecher an. Ja, wenn du auf die Karte guckst, da kannst du sehen, wie zahlreich sie mittlerweile kommen. Ja. Das sollte ich besser sagen. Ja, es ist mal stabilized, wird schon gleich besser. Warte mal, hier habe ich Klippenschutz. Hier könnte ich hinbauen. Hier könnte ich die Zentrifugenanlage hinbauen. Kriege ich jetzt dich dahin? Ich brauche Mauern, habe keine Mauern mehr. So, Mauern ist im Untergeschoss. Die war hier. Komm, gehe ich hier einfach raus. Ist jetzt selbe. Ja, hier so viel. Ey, Dröhnchen, ihr gehört mir. Stimmt. Ich brauche neue Roboterrahmen. Was denn jetzt wieder? Die greifen zum 735. Mal in der Ecke hier oben an, aber ich krieg's nicht wirklich verteidigt, weil ich keine Lasertürme habe, so gefühlt. Felix, geh in meinen Elektrokeller. Nimm dir ein paar aus meiner Produktionsanlage. Wenn möglich, nicht alle, aber nimm dir ein paar. Nimm alle. Okay. So. Alter. Schlafmangel, ey. Wo war das jetzt? Machen wollte. Mauern habe ich. Ich hab's vergessen, das geht's ja wohl nicht. Ich nehme mir da mal von den Null-Dingern, die unten drin sind, alle, ne? Wie, was? Keine Lasertürme drin? Ja, weil Ressourcen dafür fürs Rezept fehlen. Grüne Schaltkreise sind keine mehr drin. Da muss, war wahrscheinlich Opa gerade in meinem Keller, weil da Nein. waren welche produziert worden. Nein, ich war da definitiv nicht drin. Das letzte Mal war ich im Okay. Keller vor ein paar Folgen. Also da und an der Lasertür war ich noch nie dran. Okay, dann weiß ich nicht, was da los gewesen ist, weil ich hatte eine Produktion, die hat sich zum Laufen gebracht. Ja, eigentlich So. sollen ja sowieso jetzt erstmal keine mehr angreifen. Zumindest ich wäre so wie gerade eben. Ja, ich warte entweder, bis die Angriffswellen nachlassen. Ey, nicht zu mir. Felix, du hattest doch gesagt, du brauchst für irgendwas Beton. War mir das nicht so? Beton? Nicht, dass ich wüsste. Okay, shit. Guck ich mal nach, wieso die Lasertonproduktion nicht läuft. Das verstehe ich nicht. Hat doch Felix gerade gesagt, weil Rohstoffe nicht da sind. Ja, weil Rohstoffe nicht da sind, aber nicht welche fehlen. Doch, hat er auch gesagt, grüne Ich habe Schaltkreise. grüne Schaltkreise gesagt, Ah, okay, eigentlich. Entschuldigung, hatte ich das überhört? Okay, ja, die fehlen tatsächlich. Ach, echt? Ah, echt. Ich hätte schwören können, ich habe die angeworfen, die Anlage. Was So, haben wir jetzt hier? laufen die Lasertürme. So, normale Munition habe ich auch kaum noch. Nicht mehr so viele. Oh, wunderbar, die Anlage läuft noch. Warte mal, da habe ich doch was auf eingestampft. Die habe ich schon. Da war doch was. Felix, wie sieht das mit der Anlage mit Dings aus? Mit den Fließbändern? Übertrieben. 670 blaue Fließbänder und 242 Untergrund. Das hört sich gut an. Und dann hatten wir bis zu dem Zeitpunkt ja auch noch welche, bis du sie, glaube ich, dir alle eingeheimst hast in dem einen Lager aus. Ich habe nichts eingeheimst, glaube ich. Sind ja bloß keine blauen Sachen mehr in dem, keine in dem Warenlager mehr. Das kann Heißt nur aber nicht Warenlager, sein. auch Nein, Lager und so. das war ich nicht.
Stimmt, hier war auch munitionslos. Wir haben kein Eisen mehr. Alter, echt jetzt? Eisen müsste eigentlich vollgelaufen sein. So war es zumindest das letzte Bild, was ich gesehen habe. Ja, Eisen ist sogar schön voll. Wunderbar. Felix, 16 Lasertürme sind hier schon mal unten in der Kiste. Jetzt sind 17, nee, 18. Ja. Erstmal kommen ja auch keine Angriffe mehr. Erstmal. Gut. Na gut, dann nehme ich sie jetzt erstmal an mich, weil die Anlage steht, liegt wieder brach. Wenn du was brauchst, dann sagst du mir Bescheid, dann kriegst du welche von mir. Okay. Kann sich sehen lassen. Wie lange das dauert, das Produzieren, das ist Irrsinn. Zentrifugen. Ich sollte vielleicht mal langsam Zentrifugen herstellen. Ich dachte, ich hätte die schon gemacht. Die sind hier. Warum Plastik, Beton, Eisen und Kupferstahl? Also, aber eigentlich, oh, die brauchen erweiterte Schaltkreise. Das gibt's doch wohl nicht. Ich habe viel erwartet, aber nicht das. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten Warp-Akkumulator bauen, aber dann werde ich die Ressourcen, die ich habe, erstmal vollständig in die Zentrifugen reinschmeißen. Beton habe ich, glaube ich, auch eine Produktionsanlage hier unten im Keller gebaut. Müsste ich, ja. Hier ist Beton. Also an Beton mangelt es schon mal nicht. Wie viele Zentrifugen, du kannst dich damit am besten ausruhen. Wie viele Zentrifugen sollte ich mindestens herstellen? Ausreichend. Nenn mir eine Minimumzahl. 46.423. Das ist nämlich auch mal eine Hilfe. Dann gucke ich mal in meinem Blaupausenbuch rein, weil ich habe da irgendwo so eine Blaupause für Zentrifugen. Das ist halt eigentlich relativ schwer zu sagen für dieses Projekt, wie viel man hier braucht. Naja, ich will zumindest schon mal einen Atomreaktor in Betrieb nehmen, und die ich dann natürlich mit den Turbinen betreiben kann. Normalerweise hätte ich gesagt Trial and Error, einfach ausprobieren, was wir brauchen. Naja, da ich noch nie mit Atomkraft gearbeitet habe, dachte ich, dass ich damit einen Opa wenden kann. Aber du hast ja gerade gesehen, was dabei rumkam. Also wenn wir nach Castroyo gehen, ist das keine so unrealistische Zahl. Korrekt. Ja, wenn danach geht, danach. Du hast ja nicht gesagt, nach was ich gehen soll. Ich hatte dich gefragt, wie minimal. Damit meine ich dieses Projekt, kein anderes. Herr von uns zeugt ein Kahngang, ist das voll. Ja, verbrauch's. Plastik oder? Auch, ja. Mach Plastik. Ich dachte, ich hätte eine Blaupause. Das ist jetzt nur noch die Frage, wohin? Nee, die habe ich hier gar nicht reingeladen. Das heißt, ich habe jetzt keine Blaupause für die Zentrifugen. Mach's hier unten drunter. Also außerhalb. Ja. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Viele andere Optionen haben wir auch ehrlich gesagt gar nicht. Wieso redest du eigentlich immer von wir? Weil ich's nicht machen will. Ja, du machst ja arbeiten. Also bist trotzdem du mit dabei im Boot. Oh. Hast du noch Chemiefabriken übrig? Ja. Oh, werden hier so viele Rohre gesetzt, ey. Moment, was macht eigentlich der Kohletransport? Der ist schön voll. Sieht gut aus. Du läufst aber ganz schön ambitioniert über die Schiene rüber. Die Schiene habe ich abgerissen, da kann nichts kommen. Oh, auch gut.
rote Fettspeicher sind komplett leer gelaufen. So. Perfekt. Tja, jetzt versauere ich erstmal in meinem Keller, weil ich Schaltkreise brauche, die Fugen. Nice. So, was haben wir hier? Umweltverschmutzung 10%, das ist im Keller völlig wurscht. Herstellrate. Plus 30%. Die viel interessantere Frage ist, wie bekomme ich Kohle da unten hin? Einmal wieder quer durch die ganze Basis durch, oder wie? Vor allem muss ich dann... Hä? Okay, jetzt habe ich noch keine Idee. Kohle ist hier. Hier, in dem außen. Ups. Plastik. Da hast du aber keinen Platz, da habe ich ein Wasserrohr hingesetzt. Toll. Haben wir nicht mehr von den Zeug oder was? Hier habe ich noch ein bisschen Stahl. Stahl können die Lasertürme haben. Wieso ist denn dieser... Für was wollte ich das jetzt haben? Oh, was habe ich denn jetzt für Blödsinn gemacht? Da kommt der 3 nirgendwo anders. So, Batterien sind auch fast leer. Ach ja, da war ja was. Felix, machst du da unten noch Sprengstoff? Wir haben 2300 Sprengstoff in dem Lagerhaus. Bevor das nicht leer ist, bewege ich keinen Finger mit Sprengstoff. Okay, warte. So. Ich kann 2 Zentrifugen bauen. Das ist ja schon mal. Zahnräder brauche ich nicht. Stahl habe ich. Beton habe ich. Müssen 200 sein, genau. Wir könnten jetzt schon was Geiles machen. Die Folge beenden? Nö. Das wäre nicht geil. Korrekt. Wo war es wohl? Hey, ich hab was schon vorgeschlagen. Ja. So, 2 Zentrifugen hergestellt. Promasten werde ich auch brauchen. Jede Menge sogar. Fließbänder habe ich noch genug, aber keine Express. Nee, falsche Ebene. Nee, es war mal die richtige Ebene. Hier werden nur noch rote hergestellt. Ja. Was wird hergestellt? Rote Fließbänder. Kein Kommentar. Hier kann man auch nichts weitermachen. Warum? Oh, wow, wow, wow. Der Zug hat fast das abgekriegt. So. Brauch Strom. Wo sind sie? Da. Lasertürme. Schon klar. Ja. Gut. Dann ist ja gut. Er schreckt mich gerade, was hier für Drohnen herfliegen. Aha. Auch nicht schlecht. Die fliegen so weit. Gut.
So, die Verteidigung hier steht. Ich weiß nicht, ob die hier oben auch angreifen könnten. Überall. Vermutlich. So, also von mir aus können wir dann so langsam zum Ende kommen. Aber nur so langsam. Okay. So, das. Hier auch deine Fließbänder jetzt anfordern. Wow! Ich bin reich oder so ähnlich. Nein. Welche Farbe? Blau oder rot? Gelb. Dann gehe ich mal davon aus, die blauen hast du fertig gemacht. Gelb. Wenn du sagst gelb, dann meinst du die blauen. Weil ich ja auch einfach mal gucken können, was links oben neben unserer Basis nach außen hin für ein kleiner Krater gebaut wurde. Ja, ich sehe es. Ach was. Opa, es fehlen Logistikdrohnen. Nein, du musst nur in meinen Logistikbereich laufen. Okay, bin im Bereich. Tja. Hier könnte ich eine Fahrstuhlmusik abspielen, da kommt nichts. Doch, da kommt was, ich sehe was. Yay! Felix! Ja! Komm mal kurz mit. Sekunde. Nein. Alter, was habt ihr getrunken? Was hast du getrunken? Komm mit. Koffein. Wichtiger. Ich würde doch nicht so ambitioniert rüberrennen. Oh. So, C-Taste. Jetzt. Ey, hau ab, Mann! Töte ihn. Ach so. Ey. Ey. Oh. Da hast du auch Schwein gehabt. Er ist im Zug erwischt worden. Oh. Bist du nicht wohl? Ich hab in den Erfolg gekommen von wegen 500 Leben und so. Oh. Dann hast du keine 500 abgezogen bekommen. Oh, verbrauchst jetzt hier mal langsam so ein bisschen. Das ist alles voll gelaufen hier, ne? Mhm. Irgendwie so. Ich habe 2 Zentrifugen. Ich weiß leider nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich baue jetzt mal einen Zuggleis, damit der Zug überhaupt hier rauffahren kann. Wo muss Plastik dann jetzt rein, hin, was weiß ich? Das kommt darauf an, wo du jetzt die roten Schaltkreise hinbaust. Lass ich da stehen. Ja, ich denke mal, wir müssten irgendwo, ich schätze mal hier drüben irgendwo hin, dass wir da die Schaltkreise bauen zu den. Mhm. Weil da haben wir Wasser, da können wir relativ gut verteidigen. Ich finde es gut, dass du wenigstens sagst, relativ. Ja. Gut. Ich komme hier nicht durch. Achso, warte mal, ich hatte ja ein Level up. Crafting Speed 20. So. Stahl ist dann auch anforderbar. Oh, sehr gut. So, das habe ich schon mal. Dann kann ich jetzt den Bahnhof setzen für das Entladen des Urans. Und dann mache ich unsere Warenhäuser hier vorne auch mal anforderbar. Mit dem ganzen Kram, was wir hier. Nein, nicht Lagerhaus, nicht Lagerhaus. Sehr gut. Ja, egal. Aber doch, war da. Das war dann die ganzen Sachen, die wir hier oben stehen haben, dass wir die auch anfordern können. Den ganzen Kram auf, das könnte ich eigentlich auch zu Speicherlagerhaus machen. Ja, ich mach's zu Speicherhäusern. Dann können die drum links noch beim Abbau helfen. Na, da. Uranzug hat 2 Waggons. Okay, muss ich auf 2 Waggons gehen. Ich
Ich könnte das direkt in Lagerhäuser reinladen lassen. Das würde ich mir überlegen, Warum? weil du außerhalb der Basis bist. Das heißt also nur normale Stahlkisten. Wenn was zerstört wird, dann ist der Verlust gering. Nee, Holzkisten. nicht wegen Abriss oder so eher, schätze ich Richtig, wenn mal. du da 80 oder 90.000 Uran per Hand durch die Gegend scheffeln willst. Okay, Ja, aber das stimmt, okay. Dann nehme ich normale Eisenkisten. Holzkisten würde ich nehmen. Okay, dann nehme ich Holzkisten. Das macht einfach am meisten Sinn. Problem. So. Also Stahl und Fließpinne sind anforderbar. Was noch? Teiler und Untergrund. Oh, Teiler das wären ist theoretisch super. anforderbar, wenn welche werden. Ja, genau wie Stahl theoretisch anforderbar wäre, wenn welche sind. Das Einzige, was anforderbar ist und theoretisch auch da ist, würde ich sagen, ist Plastik. Das wäre auch schon mal was. Plastik anforder also wenn Plastik anforderbar wäre, das wäre schon echt geil. Das wäre echt das Geilste. Dann war es direkt. Genau. Was Illyria geil findet, wird abgerissen. Genau Ich so ist das hier. hab's mal als angefordert, deswegen weiß ich so. Grüne Schaltkreise, kann man die auch anforderbar machen? Nein, weil es noch gar keine Produktion dafür gibt. Okay. Außerdem ist die. Doch, klar gibt es eine Produktion dafür, aber die ist im Keller. Also irgendwann erwischt mich der Zug nochmal. Das wäre nicht das erste Mal. Solange er sich nicht von Vollfahrt erwischt, ist alles gut. Dann endest du sonst wie ich auf keinem Schild mehr. Bam, bam, bam. Ich habe kein Schild, also werde ich wahrscheinlich platt sein. Oh, dann wäre das tragisch, aber auch nicht so schlimm. Nee, man gewöhnt Ja, sich dran. genau. Nicht oder ich brauche grüne Schaltkreise. Jetzt weiß ich auch, warum ich die geholt hatte, die grünen Schaltkreise. Just for fun. Höchstwahrscheinlich. Gönnt man sich ja sonst nicht. Kann man auch Eisen- und Kupferplatten anfordern? Wahrscheinlich nicht, weil es Im ja im Keller Keller. herrscht. Genau. So. Jetzt aber. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und Alles klar, liebe tschüss. Zuschauer. Ihr habt gehört, liebe Zuschauer, dass das für diese Folge wäre von Just genauso wie die. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss.